Und wir wechseln das Thema. Der grüne Pass soll helfen, wieder einen Schritt in Richtung Normalität zu schaffen. Aus diesem Grund wurde die IT-Abteilung der Sozialversicherung damit beauftragt, einen digitalen Pass zu programmieren. Der NGO Epic Center Works wurde der Bauplan des grünen Passes vorab zugespielt. Und was die Experten von Epic Center Works entdeckten, war alles andere als erfreulich. Die Datenschützer entdeckten gravierende Privatsphäre-Probleme und Sicherheitslücken, woraufhin das Gesundheitsministerium heute das Projekt bis auf Weiteres auf Eis gelegt hat. Und was an diesem digitalen Pass so problematisch ist, darüber dürfen wir jetzt mit Tanja Malli, Managing Director bei Epic Center Works, sprechen. Frau Malli, Epic Center Works hat vor dem Einsatz der E-Card für die Statusabfrage gewarnt. Warum genau? Wir brauchen in Europa und da in Österreich technische Lösungen, denen wir vertrauen können. Bei dieser E-Card-Lösung, die hat natürlich ganz problematisch für uns ausgesehen, aufgrund dessen, weil man natürlich, wenn man ein Foto von einer E-Card macht, und die kann auch gespeichert werden bei einer Betriebsstättenüberprüfung zum Beispiel, dann kann man jederzeit auch mehrmals immer wieder abfragen, ob diese Person geimpft, genesen oder auch getestet ist. Und aufgrund der Laufzeit alleine könnte man mitkriegen, ob diese Person nur getestet oder auch geimpft ist. Und abgesehen davon sind alle persönlichen Daten auf der E-Card hinten abgezeichnet, auch die Postleitzahl, was in einer Großstadt vielleicht nicht so problematisch ist, aber am Land sehr wohl, weil man sich natürlich dann gleich, wenn man gleich herausfinden kann, welche Person das ist. Nachdem Sie das aufgedeckt hatten, und da hat es ja ziemlich viel Kritik dazu gegeben, hat das Gesundheitsministerium das Projekt jetzt auf Eis gelegt. Zeigt es wieder mal ein bisschen, wie wir digital hinterherhinken, weil jetzt wird vermutlich der normale Papierimpfpass reichen müssen. Also wir finden es sehr gut, dass das Gesundheitsministerium jetzt einmal diese angedachte Lösung auf Eis gelegt hat. Wir sehen es aber auch noch problematisch mit der QR-Code-Lösung, die hier national angedacht ist, weil es genauso ein zentrales System ist und es auch schnell zu Überwachungsmaßnahmen kommen könnte. Wir empfehlen, und das schon seit Monaten, wirklich auf das Europäische zu warten. Das EU-Parlament hat Ende April hier einen sehr guten Gesetzestext verabschiedet, der dezentral ist, also die ganzen Daten sind auch nur am Endgerät gespeichert und sie sind auch sehr datenschutzfreundlich. Also, und wir brauchen ja in der EU ein Gesamtsystem, wo wir uns auch frei wieder bewegen können. Jetzt, Sie haben es selbst angesprochen, das sollte ja zentral gespeichert werden. Also sprich, wenn jemand eine kriminelle Energie hat, der könnte ein Bewegungsprofil von mir machen. Aber sind wir da auch ein bisschen zu dünnhäutig dann? Weil wenn wir überlegen, die großen Konzerne im Silicon Valley, die wissen ja auch schon, wo wir überall uns herumtreiben. Das eine ist, wenn ich es an Private, meine eigenen Daten weitergib, ist es die eine Sache, aber wenn es einfach an staatlicher Stelle zentral gespeichert wird, ich glaube, dass ich aus dem Herzen jedes Österreicher spreche, dass keiner eben chinesische Verhältnisse hier haben möchte. Jetzt in der Privatwirtschaft sucht man sich oft Best Practices, an denen man sich orientiert, damit man das Rad nicht neu erfinden würde oder muss. Gibt es diese Best Practices aktuell im europäischen Raum, an dem wir uns orientieren könnten? Also wir stehen sehr für die europäische Lösung. Wir haben auch da sehr stark mitgearbeitet. Wir haben eben unsere Vorschläge hier eingebracht und wir haben uns auch mit den anderen Schwesterorganisationen in den europäischen Ländern zusammengetan und eben hier auch sehr stark eben auf europäischer Ebene zugearbeitet, damit eben hier auf der einen Seite die Reisefreiheit wiedergegeben werden kann und auch die nationalen Staaten eben dieses System nutzen können, eben auch für ihre innerstaatlichen Betriebsstättenprüfungen und auf der anderen Seite eben auch, dass der Datenschutz gewahrt bleibt. Jetzt scheint man hier zeitlich sehr und abschließend noch sehr unter Druck zu sein und will da unbedingt irgendwas präsentieren. Lässt sich da die Politik zu sehr treiben aus Ihrer Sicht?
Ja, aus unserer Sicht, wir verstehen es nicht ganz, warum wir jetzt unbedingt für 3 Wochen oder 4 Wochen hier eine nationale Lösung machen müssen. Erstens einmal ist es sehr viel Steuergeld, was hier auch verbrannt wird, weil wir automatisch ja, sobald die europäische Lösung dann hier ist, natürlich diese einsetzen werden, um eben wieder frei reisen zu können. Abschließend noch, vielleicht können Sie uns noch kurz sagen zu Epic Center Works, was Sie sonst noch alles machen. Sie sind ja NGO und wer Sie noch nicht kennt. Ja, wir sind die größte Datenschutz-NGO in Österreich. Wir arbeiten 50% eben auf nationaler Ebene und dann eben die anderen 50% eben auf europäischer Ebene. Unsere Hauptthemen sind eben Datenschutz, Netzneutralität und dass wir eben gegen staatliche Überwachungsmaßnahmen auftreten. Sehr spannend. Man kann uns natürlich sehr gerne auf unserer Website besuchen unter www.epicenter.works und wir sind ein reiner spendenfinanzierter Verein und wir tun hier unser Bestes. Sehr spannend, werden wir gerne weiter verfolgen und weiterempfehlen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und schöne Grüße nach Wien. Schöne Grüße zurück. Danke. Danke.